Heutzutage ist es gar nicht so ungewöhnlich, einen glücklichen, gesunden, dreibeinigen Hund zu sehen. Schließlich sind Welpen ziemlich belastbar und vergessen oft, dass ihnen eine Gliedmaße fehlt. Aber was ist, wenn ihnen nicht nur ein, sondern zwei Beine fehlen? Ich wette, du hättest nie gedacht, dass du diesen Tag erleben würdest. Apropos Dinge, von denen du nie gedacht hättest, dass du sie sehen würdest. In dieser Folge von Dinge, die du zum ersten Mal in deinem Leben sehen wirst, habe ich einen ganzen Haufen davon. Wenn du zu den 3,5 bis etwa 3,1% der Weltbevölkerung gehörst, die unter Arachnophobie leiden, denkst du wahrscheinlich, dass Spinnen einfach nur schreckliche, herzlose Biester sind. Aber du liegst falsch. Sie sind überhaupt nicht herzlos. Falls du absolut keine Ahnung hast, was du hier siehst, das ist die Stachelspinne aus Costa Rica und der seltsame, pulsierende Riss auf ihrem Rücken ist in Wirklichkeit ihr Herz, das durch ihren Körper schlägt. Das Herz der Spinne befindet sich an einer besonders gefährdeten Stelle, auf der vorderen Rückenseite des Hinterleibs, in einer muskulösen Höhle, die Herzbeutelhöhle genannt wird. Das röhrenförmige Herz pumpt von hinten nach vorne und drückt das Blut durch die gegabelte Aorta in die Arterien, die die Beine und das zentrale Nervensystem versorgen. Wenn du nah genug an eine Spinne herankommst, wie dieser YouTuber hier, kannst du ihr Herz schlagen sehen. Denk daran, dieses winzige Herz anzuhalten, wenn du das nächste Mal eine Spinne töten willst. Als die Spinnen der Welt hörten, dass die Menschen nicht wussten, dass sie große schlagende Herzen haben, fingen sie unisono an zu weinen. Aber jetzt kannst du die Spinnen für unseren rauen Umgang mit ihnen entschädigen, indem du dieses Video likest und den Abo-Button drückst und das kleine Glockensymbol kitzelst. Auf diese Weise bekommst du all meine tollen Inhalte direkt in die Abo-Box und erfreust ganz nebenbei die achtbeinigen Freaks. Du weißt, was du tun musst. Hier ist eine Frage für dich. Wie fängt man 42 Wildschweine auf einmal? Nun, sieh es dir an. Dieses geniale Gerät ist eine überdimensionale Wildschweinfalle. Sie funktioniert, indem sie die Wildschweine mit dem Versprechen von Futter anlockt und dann die Tore, die normalerweise durch eine Art Stolperdraht ausgelöst werden, fallen lässt, sobald die Tiere alle ahnungslos im Inneren grasen. Wie du in diesem chaotischen Clip sehen kannst, reagieren die Wildschweine nicht besonders gut auf das Geräusch der fallenden Tore und rennen sofort los wie Kleinkinder auf einem Zuckerrausch. Das klingt vielleicht hart, aber Wildschweine sind tatsächlich eine zerstörerische, invasive Art, die Eigentum zerstören und sogar Menschen verletzen kann. Tatsächlich verursachen sie allein in Texas jedes Jahr Schäden in Höhe von 52 Millionen Dollar. Kein Wunder, dass die Texaner erfinderisch werden, wenn es darum geht, das Problem in den Griff zu bekommen. Muddy Rocker Sock Trapping, das Unternehmen, das gerufen wurde, um die Wildschweine von einer riesigen Ranch zu entfernen, stellt hier seine kreativen technischen Fähigkeiten unter Beweis. Erinnerst du dich an den niedlichen zweibeinigen Hund, den ich dir am Anfang gezeigt habe? Erlaube mir nun, ihn dir offiziell vorzustellen. Das ist Deuce, der Allmächtige, ein robuster, zweijähriger Sharpei mit einem echten Lebenswillen. Es überrascht nicht, dass Deuce nicht so geboren wurde. Nachdem er im Mai 2019 das Licht der Welt erblickte, war seine Mutter Penny sehr ängstlich und gestresst, weil sie zum ersten Mal Eltern wurde. Als Deuce gerade einmal 3 Tage alt war, passierte das Unglück. Penny brach sich bei einem Unfall zwei seiner Beine, als sie ihn putzte. Deuce wurde daraufhin von seiner Besitzerin Jen in Obhut genommen, der gesagt wurde, dass sie nichts tun könne, um ihn zu retten. Aber so schnell gab Jen nicht auf. Sie holte die Meinung eines normalen Tierarztes ein, der sie nur eine Sache fragte. Was hältst du von einem zweibeinigen Hund? Zwar war sich Jen nicht sicher, wie der kleine Deuce nur mit einem Vorder- und einem Hinterbein zurechtkommen würde, aber wie du sehen kannst, hat er keine Probleme damit herumzuhüpfen und mit seinen Artgenossen zu spielen wie jeder andere Hund auch. Deuce ist ein großer Fan von allen Abenteuern im Freien, er liebt es sogar zu schwimmen.
Ein großes Lob an Jen, die sich bei uns, dem originalen BMAs-Team, gemeldet hat und die Geschichte mit uns teilte. Er hat vielleicht nur zwei Beine, aber dieser kleine Welpe ist ein wahres Vorbild. Hat jemand von euch etwas Verrücktes, Wundervolles oder Erstaunliches erlebt, das ihr mit uns teilen wollt? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Wenn ich dir ein großes Stück Holz und eine Kettensäge geben würde, was könntest du daraus machen? Ein Haufen kleinerer Holzblöcke ist wahrscheinlich das häufigste Ergebnis, es sei denn, du bist Matthew Crabb, der stattdessen diese riesige Drachenskulptur geschaffen hat. Um diese total abgefahrene Schnitzerei zu schaffen, beginnt Crabb mit einer ersten Profilskizze, die als eine Art Straßenkarte dient, während er beginnt, entlang der Kontur zu schneiden. Von dort aus schneidet er meisterhaft Abschnitte aus, in denen Details wie die Hörner, die Zunge und die Stacheln des Drachen Gestalt annehmen. Als nächstes schnitzt er die Brustplatte, die Muskelformen, die Hautmuster und die Gesichtsdetails. Nachdem er das Holz gebeizt hat, schleift er die Außenkanten mit einem Fächerschleifer ab, sodass die dunkle Farbe in den Ritzen verbleibt, und wiederholt den Vorgang dann mit einer helleren Beize, um noch mehr Textur hinzuzufügen. Um Schichten aufzubauen, brennt Crabb hunderte von kleinen Punkten auf das Hautmuster, schleift es ab und voila, du hast eine tolle Drachenskulptur. Das nenne ich Talent. Der Regenwald wird von allen möglichen bunten Tieren bevölkert, vom blauen Morpho-Schmetterling bis zum Pfeilgiftfrosch, aber nicht jedes Tier versucht aufzufallen. Lass uns deine Sehkraft testen, ja? Kannst du die Eidechse in diesem Clip erkennen? Die Adleraugen unter euch haben sie wahrscheinlich sofort erkannt, aber wenn du noch ein bisschen Hilfe brauchst, schau es dir an. Wenn es eine Möglichkeit gibt, beim Versteckspiel aufzufallen, dann ist es meistens eine große, leuchtend orange Flagge. Dieses kleine Tier ist die Amazonas-Rinden-Anolis, die der Wildtierfotograf und Regenwaldliebhaber David Wyler im Regenwald des Yasuni-Nationalparks in Ecuador gefilmt hat. Diese kleine und anmutige Eidechse verschmilzt perfekt mit der Rinde des Baumes, bis sie die leuchtend orangefarbene Wamme an ihrer Kehle ausfährt. Was für ein extravaganter kleiner Angeber. Hast du dich jemals gefragt, wie die Erde aus dem Weltraum aussieht? Für die meisten von uns ist es nicht mehr als ein Wunschtraum, das aus erster Hand zu erfahren. Aber dank echter Astronauten wie Major Tim Peake von der Europäischen Weltraumorganisation und den Wundern der modernen Technik können auch wir Erdbewohner einen Blick auf das Leben über den Wolken werfen. Dieser augenöffnende Zeitraffer-Clip wurde gefilmt, als Major Peake im Jahr 2016 von Nordafrika über die Türkei in Richtung Russland flog. All die hellen Blitze, die du siehst, während die Erde vorbeizieht, sind Blitzeinschläge in verschiedenen Gebieten. Falls du es nicht wusstest, jede Sekunde schlagen etwa 100 Blitze auf der Erdoberfläche ein. Das sind etwa 8 Millionen Blitze pro Tag und 3 Milliarden pro Jahr. Da überlegt man sich zweimal, ob man einen Regenschirm aus Metall mit sich trägt und in der Nähe von einsamen Bäumen herumhängt, oder? Wer liebt keinen Kuchen? Sicher, eine Diät, die nur aus Süßem besteht, ist wahrscheinlich nicht so gut für deinen Körper, aber ein todsicherer Weg, um selbst den dunkelsten Tag aufzuhellen. Und nach einem Stück von diesem Kuchen schwebst du wahrscheinlich auf Wolke 7. Wow, das ist ein Monsterstück. Und das ist nicht irgendein Kuchen, sondern ein riesiger Castella-Kuchen, ein traditionelles Straßenessen in Taiwan. Dieser kissenartige Biskuitkuchen ist so flauschig, wenn er frisch aus dem Ofen kommt, dass manche ihn auch Wackelkuchen oder Hüpfkuchen nennen. Wie du in diesem Video des Streetfood-Enthusiasten Mogo Mogo sehen kannst, wird der Kuchen in einer riesigen Scheibe gebacken, die wie eine essbare Matratze aussieht und dann sorgfältig abgemessen, in Scheiben geschnitten und für den Verkauf verpackt. Wie befriedigend ist es, wenn man sieht, wie jedes watteweiche Stück mit dem Namen des Ladens versehen wird? Die taiwanesische Castella wird mit eiweißarmen Kuchenmehl anstelle von normalem Brotmehl hergestellt, was bedeutet, dass sich beim Mischen des Teiges weniger Gluten bildet. Und weniger Gluten ist gleichbedeutend mit einer weicheren, fluffigeren, souffléartigen Textur. Hat noch jemand plötzlich Hunger?
Nicht viele Menschen gelten als Insektenfans. Selbst die kleinsten Käfer können total nervig sein, aber ich wette, du wusstest nicht, dass du mit Hilfe eines einfachen Stiftes all diesen Ärger in pure Unterhaltung verwandeln kannst. Als ein Mann eine winzige Milbe entdeckte, die über sein Blatt Papier krabbelte, war er erstaunt, dass sie sich weigerte, die von ihm gezogene Linie zu überschreiten. Aber es wurde noch schwieriger für den Käfer, als er beschloss, einen Kreis um ihn herumzuziehen und ihn in einem tintenfarbenen Gefängnis gefangen zu halten. Schließlich kam die Milbe zur Vernunft und konnte sich befreien, aber warum war sie überhaupt dort gefangen? Nun, es gibt einige Theorien. Der wahrscheinlichste Grund für die verzweifelten Fluchtversuche der Milbe sind die stinkenden Chemikalien, die von der Tinte im Stift freigesetzt werden. Wenn sich die Milbe der frisch gezeichneten Linie nähert, sagt ihr Instinkt sofort, dass sie sich zurückziehen soll. Außerdem stell dir vor, dass ein riesiger Kugelschreiberkopf von der Größe deines Körpers vom Himmel fällt und deine Umgebung mit klebriger, dicker Tinte bedeckt. Diese Linie würdest auch du nicht übertreten wollen. Was glaubst du, wie lange du unter Wasser die Luft anhalten kannst? Die meisten Menschen schaffen es höchstens 2 Minuten, aber was ist, wenn wir einen riesigen Felsbrocken in den Mix werfen? Hat noch jemand das Gefühl, dass er ohnmächtig wird, während er das sieht? Dieser knallharte Sport ist als Rockrunning bekannt und soll die Ausdauer und die Fähigkeit, Luft anzuhalten, verbessern. Wie du siehst, hebst du einen riesigen Felsen auf und läufst über den Meeresboden, während du die Luft anhältst. Die knallharte Frau in diesem Clip ist die begeisterte Instagrammerin und Fotografin Eddie Reimer aus Hawaii, wo diese Tradition vermutlich ihren Ursprung hat. Rockrunning ist bei Surfern besonders beliebt, weil es zu einer Art von Ausdauersport gehört, die als High Heart Rate Hold bekannt ist. Das bedeutet, dass du unter Wasser die Luft anhältst, während dein Körper unter Stress steht und deine Herzfrequenz erhöht. Würdest du diesen Sport einmal ausprobieren? Jeder weiß, dass das größte Lebewesen der Welt der antarktische Blauwal ist, oder? Diese riesigen Meerestiere können ewig lang und schwer werden. Ungefähr so schwer wie 33 erwachsene Elefanten. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie groß das wirklich ist, bis du etwas wie das hier siehst. Dies, meine Freunde, ist der Schädel eines Blauwals, der im Smithsonian Museum of Natural History ausgestellt ist. Natürlich mit einem mickrigen Menschen als Maßstab. Der Schädel allein misst satte 19 Fuß. Ein Grund, warum Blauwale so verdammt groß werden können, ist, dass das Wasser ihre Körper teilweise von der Schwerkraft befreit, was es ihnen ermöglicht, schwere Körper zu entwickeln, die sie an Land unmöglich tragen können. Wenn ich also Kiemen entwickle und im Meer lebe, werde ich dann noch dicker? Wir alle wissen, dass Katzen anmutige Geschöpfe sind, vor allem im Vergleich zu plumpen Hunden, aber hast du schon mal besonders darauf geachtet, wie sie laufen? Schau es dir an. Fällt dir etwas Interessantes an diesem Clip auf? Wenn du genau hinsiehst, wirst du sehen, dass die kleinen Hinterpfoten dieses Kätzchens genau in die Abdrücke der Vorderpfoten passen. Dieses Verhalten wird als direktes Einordnen bezeichnet, auch bekannt als perfektes Laufen und ist bei allen Katzen zu beobachten, auch bei Hauskatzen. Die direkte Registrierung lässt sie nicht nur wie superschlaue Models auf dem Katzenweg aussehen, sondern trägt auch dazu bei, Geräusche und sichtbare Spuren zu minimieren und ihren Stand zu stabilisieren. Und das macht sie so verdammt heimlich. Sie mögen zwar winzig sein, aber Ameisen sind beeindruckende Tiere, die zusammenarbeiten können, um unglaubliche Bauten zu erschaffen. Schade nur, dass sie unter der Erde leben und wir sie nicht sehen können. Aber es gibt Möglichkeiten, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Dieser unglaubliche Zeitraffer, erstellt von Green Time Labs auf YouTube, beweist, wie entschlossen diese mickrigen Insekten sind, wenn sie ein Ziel vor Augen haben. Auf den ersten Blick scheint das Stück unberührter Sand vor ihnen eine ziemliche Herausforderung zu sein, aber in nur wenigen Tagen haben sie eine Menge komplizierter Tunnel gegraben.
Ameisennester bestehen aus vielen Kammern, die mit Tunneln wie diesen verbunden sind. Die kleinen Räume dienen als Kinderzimmer, Vorratskammern und sogar als Ruheplätze für die Arbeiterameisen, die die Larven tagsüber in Räume bringen, die näher am oberen Ende des Nestes liegen, um sie wärmer zu halten. Stell dir vor, wie sie alle winzige Bergbauhüte tragen, während sie im Sand graben. Na, bist du jemals einer so seltsamen Kreatur begegnet, dass du vor Schreck erstarrt bist? Moment, warum sieht es so aus, als hätte diese Raupe ein menschliches Gesicht? Es ist fast so, als ob dieser große, fette Käfer mir direkt in die Seele schaut. Bevor du jetzt in Panik gerätst, sollte ich dir sagen, dass die riesigen, nicht blinzelnden Augen und die geschützten Lippen gar kein Gesicht der Raupe sind. Das sind nur Markierungen auf ihrem Hinterkopf. Du hast es wahrscheinlich schon geahnt, aber das ist eine ziemlich clevere Verteidigungstaktik, um natürliche Fressfeinde wie Vögel davon abzuhalten, sie zu fressen. Schließlich sind Raupen so etwas wie die Hotdogs der Natur. Verschiedene Raupenarten haben dieses besondere Talent entwickelt, darunter der Elefantenschwärmer und der Spicebush Swallowtail. Aber können alle Raupenliebhaber da draußen diesen seltsamen kleinen Kerl identifizieren? Wenn ich ein hungriger Vogel wäre und dieses furchterregende Gesicht sehen würde, würde ich wohl auch wegfliegen. Wenn ich dich bitten würde, an Dinge zu denken, die du in der Wüste finden könntest, was würde dir einfallen? Sanddünen, Kakteen, sengende Hitze? Woran du wahrscheinlich nie denken würdest, sind diese riesigen Kornkreise, die wie üppiges grünes Gras aussehen. Aber es gibt sie tatsächlich und sie wurden nicht von Außerirdischen dort hinterlassen. Diese riesigen grünen Kreise tauchen in Wüsten auf der ganzen Welt auf, vom Wadi Rumtal in Saudi-Arabien bis zur Wüste von Nevada. Und sie können sogar vom Weltraum aus gesehen werden, aber was sind sie? Die grünen Kreise in der Wüste kennzeichnen landwirtschaftliche Flächen, die mit einer ausgeklügelten Methode bewässert werden, die als Center Pivot Irrigation bekannt ist. Bei diesem System wird Wasser unter Druck von einer zentralen Quelle in einen röhrenförmigen Arm gepumpt. Ein Arm, ein sogenannter Gantry, ist an einem zentralen Drehpunkt verankert, daher der Name, und dreht sich langsam über die zu bewässernde Fläche, wodurch die Kreismuster entstehen. Obwohl die Größe der Felder variiert, haben diese Kreise normalerweise einen Durchmesser von etwa 1 Kilometer. Von oben betrachtet zeigen die dunkleren Farben normalerweise Felder an, auf denen Weizen und Luzerne angebaut werden. Hellere Farben können dagegen auf Felder hinweisen, die erst kürzlich geerntet wurden, auf Felder, die gerade erst bepflanzt wurden oder auf Felder, die aus der Produktion genommen wurden. UFO-Forscher, esst euch satt! Nichts ist so herzerwärmend wie Tierrettungsvideos. Und im Jahr 2015 hat die Geschichte eines gestrandeten Orcas in der Nähe des Dorfes Hartley Bay in British Columbia wirklich das Herz berührt. Eine Gruppe von Orcas war auf der Jagd nach einer Robbe und in der Aufregung der Jagd strandete einer der jungen Orcas versehentlich auf den Felsen. Zum Glück erhielt das gutherzige Team von Cedar Sea Lab, einer Stiftung zum Schutz der Orcas, einen Funkspruch von einem Kollegen, der ihnen mitteilte, was passiert war, und reagierte schnell. Als das Team eintraf, war die Flut bereits zurückgegangen, sodass sie eine Wasserpumpe und einen Schlauch sowie Eimer mit Wasser einsetzen mussten, um den Orca ruhig zu halten. Zuerst schienen sie in Panik zu geraten, aber als sie merkten, dass die Menschen sie ins Wasser zurückbringen wollten, entspannte sie sich und ließ sich helfen. Es gelang ihnen, sie etwa 6 Stunden lang, von 8 Uhr morgens bis etwa 16 Uhr nachmittags am Leben zu erhalten, bis die Flut wieder anstieg. Der kleine Orca begann zu rufen, als er seinen Schwanz hob, um den Wasserstand zu prüfen. Und als es sicher genug war, konnte er sich losreißen und wie ein Geschoss davon schwimmen, um zu seiner Familie zurückzukehren. Ohne diese freundlichen Menschen hätte sie es vielleicht nie geschafft. Ich weine nicht, du weinst. Welche dieser Dinge haben dich am meisten überrascht? Schau dir doch noch eine weitere Folge dieser Serie an. Das nennt man Binge-Watching und ich ermutige dich dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.